Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Heute bin ich mit mir. Nicht immer, ich muss doch manchmal waschen, also werde ich nicht immer das kleiden. Aber wie gesagt, ich habe in einigen Videos erklärt, ein System, mehrere Märkte. So, die Frage kommt natürlich, ja, aber wie bist du organisiert? Wie ist deine Infrastruktur von Trading? Und das wollte ich Ihnen gerade zeigen, aber nur, wenn Sie abonnieren. Haben Sie schon abonniert meinen Kanal? Noch nicht? Das ist wirklich, wirklich schade. Aber trotzdem muss ich Ihnen zeigen, wie ich organisiert bin. Und das zeige ich Ihnen sofort direkt auf meiner Cloud, wo alle Systeme laufen. Also Leute, hier sind wir auf der Cloud. Ich arbeite, das ist bekannt, glaube ich, mit Interactive Brokers. Das ist also das Gateway von Interactive Brokers. Ich nutze das Gateway hier auf der Cloud in Verbindung mit Multicharts. Das ist Multicharts. Und diese hier, wie Sie hier sehen, sind die Systeme, die am Moment arbeiten. Sie können vielleicht lesen, Juni 2019, das sind die Systeme für Juni. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe mehr als 200 Systeme. Jeden Monat nutze ich eine Software, die ich selbst programmiert habe, also nicht ich selbst, aber wir selbst programmiert haben bei der Unger Academy. Und diese Software gibt mir die Liste von den Systemen, die für die kommenden 30 Tage in Betrieb sein sollten. Das sind irgendwie die besten Systeme von der ganzen Liste. Und das sind die Ergebnisse. Also diese Systeme bleiben live für Juni. Und für den ganzen Monat nutze ich auch die gleiche Anzahl von den Kontrakten für jedes System. Das heißt, ich agiere mit Position Sizing einmal im Monat. Das ist eigentlich genug, aber okay. Hier sehen Sie, es gibt unterschiedliche Systeme, aber die sind auch in einigermaßen auf dieselbe Märkte. Das hier oben ist Gasoline, Benzin. Okay? Da habe ich nur ein System. Und das ist ein Overnight Trend Following System. Am Moment ist es Short, ist ein Verlust, aber generell, das ist, kann ich Ihnen zeigen, vielleicht, das Performance Report, das ist die Equity Curve vom System, die sieht ganz gut aus. Andere sind nicht so gut. Aber das ist einer von den Systemen, das arbeitet auf 15 Minuten, aber die Positionen bleiben auch länger im Markt. Hier kommt Crude Oil auf 5 Minuten Chart. Das ist ein System, was nicht so oft arbeitet. Da hat es einen Verlust Trade. Also ich verliere auch. da ein kleines Gewinn. Aber okay, das arbeitet nicht so oft. Hier ein System auf 60 Minuten. Im Moment Short hier. Hier gibt es ein Profit Target da hinten. Ah, sehen Sie, das ist ein Trade. Dieses System ist ein Swing Trading System. Das kauft beim Ausbruch vom Hoch von der vorherigen Balke, nur wenn die Tagesbalken in der richtigen Chartmuster sind. Und hat Stop-Loss und Take-Profit, bleibt auch einige Tage manchmal in Position. Das waren die zwei auf Crude Oil. Ich habe dann Natural Gas, also hier sehen Sie, das ist auch ein Swing Trading System auf Erdgas, Natural Gas, wie gesagt, und das bleibt auch mehrere Tage in Position. Und es ist auf 60 Minuten Balken gebaut. Aber auch auf dem Erdgas ein System auf 5 Minuten, was hier im Moment Short ist, 5 Kontrakte, aber Moment steigen die Kurse, also die Situation sieht nicht komplett gut aus, aber das System hat ein eingebautes Stop-Loss. Hier kommt Euro-US-Dollar, Euro-FX eigentlich. Und das System ist eigentlich ähnlich auch zum anderen System, aber da habe ich mehrere, 1, 2, 3, 4 Systeme auf Euro-Dollar. Das ist ein BIAS-System, was im Moment nicht arbeitet hier. Hier ist ein Breakout-System, Intraday-Breakout, was auch keine Trades hat. Hier gab es ein Short-Trade, also es ist nicht Intraday, sorry. Ich erinnere mich auch, ich habe so viele Systeme.
Ich erinnere nicht alle, ein 60-Minuten-System hier, ein Reverser-System auf Bollinger Bands. Und diese sind auch Systeme, die länger in Position bleiben. Auf 30 Jahre Bonds habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Systeme, die eigentlich ziemlich ähnlich sind. Das ist ein technisches Analysis-System mit Dark Cloud Pattern. Und das ist das Einzige, was anders aussieht. Die anderen sind alle Reversal-Systeme. Die sehen Sie, die kaufen bei Tiefe und steigen dann später aus. Hier zwei Profit-Targets, hier ein Reverse. Im Moment ist das System long, aber die Kurse gehen runter. Das ist ähnlich, nur sieht man hier keine Trades, weil es länger in Zeit eingestiegen ist. Hier auch ein anderes System, immer ähnlich. Und das letzte hier ist auch ähnlich zu den anderen. Dann haben wir auf Deutscher Bund, Eurobund, hier Systeme, die sind auch meistens in Reversal, 1, 2, 3, 4 Systeme, okay, ich zeige nicht alle. DAX gibt es hier auf 5 Minuten, das ist ein Breakout-System auf DAX. Hier gibt es ein System auf nochmal auf 5 Minuten, das ist mit ein, das ist UPS von Larry Williams, ähnlich, gerade ausgestoppt heute, sehen Sie hier. Auch hier gewinnt man nicht immer. Und hier ein System wieder auf DAX, auch ähnlich, aber das ist ein geschnittenes UPS, was wir sogar noch in einem Video hier auf dem Kanal gezeigt haben. Also Sie finden das Setup von dem System hier auf YouTube. Und hier ein anderes System, was ein Breakout-System ist. Okay? Das ist im Moment long und es scheint gut zu funktionieren. Dann einige System, noch ein 60-Minuten-System, ein Breakout-System auf DAX. Okay? Und dann einige Systeme auf dem Mini-S&P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind mehrere. Gold, einmal, Kupfer, zwei Systeme, Soybeans, ein System und zwei Systeme, sorry, auf Soybeans. Also wie gesagt, es gibt dann auch ein System auf Hang Seng Future, das ist hier allein, weil es nicht in der Software ist, wo ich die Systeme wähle. Und dann andere zwei Systeme hier auf Mini-S&P und auf Hang Seng nochmal. Aber das ist das Programm von Workout Advisor, was anders aussieht. Okay. Also, das ist ungefähr, wie ich organisiert bin. Alle Daten werden kommen von IQ Feed. Das ist hier DTN IQ Feed. Das ist das Connection Manager von IQ Feed. Und das sind hohe Qualitätsdaten für Intraday und da gibt man auch gute historische Daten. Also, wie gesagt, die gehen alle auf den Quote Manager von Multicharts und das sind die Charts, wo alles direkt in Verbindung mit Interactive Broker arbeitet. Das war's ungefähr, wie ich auf dieser Cloud organisiert bin. So, das war's. Also, mehr oder weniger als Sie gedacht hatten, weiß ich nicht. Es gibt sicher noch Möglichkeiten, alles zu verbessern, nicht nur als Qualität von den Systemen, sondern auch als Qualität von der Technologie. Und ich bin immer neugierig, wenn etwas Gutes kommt, dann bin ich offen, etwas zu ändern. Am Moment bin ich zufrieden und ich hoffe, es hat geholfen, zu sehen, wie ich selbst organisiert bin. Und ich bin wirklich happy auch zu antworten, wenn Sie Fragen haben dazu oder generell zu meiner Infrastruktur. Nur wenn Sie abonniert haben. Haben Sie aber noch nicht abonniert? Das müssen Sie nicht tun. Das macht nur Spaß. Aber wenn Sie abonnieren, bin ich natürlich happy. Wir treffen uns wieder nächste Woche beim nächsten Video und fragen Sie ruhig, wie ich organisiert bin, wenn etwas nicht klappt. Ciao von André Unger, ciao aus Italien.